Die Bundesregierung hat die Tat von Amberg, aber auch die Tat aus Bottrop mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Und grundsätzlich möchte ich da sehr deutlich zu sagen, dass in Deutschland kein Platz ist für Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, gleich welcher Seite, ganz egal von welcher Seite er kommt. Die Bundesregierung wird auch alles daran setzen, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz mit allen Mitteln des Rechtsstaates kompromisslos und unnachsichtig zu bekämpfen. Und zu diesem Zwecke ist es wenig sinnvoll, jetzt auf Begrifflichkeiten einzugehen oder semantische Debatten zu führen. Und die Vorgänge in Amberg und Bottrop sind entsetzliche Vorkommnisse, die von den Ermittlern jetzt aufgeklärt werden müssen und von der Justiz geahndet werden müssen. Und jedes dieser Ereignisse ist für sich genommen schwierig genug und jede Art von Gewalt ist zu verurteilen.